Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kam hier ein ganz, ganz kleines Hotfix-Update, glaube ich, raus. Und dort wurden, glaube ich, hauptsächlich tatsächlich auch nur Sachen im Patrouillal-Modus gefixt. Vielleicht in Normal-Modus auch ein paar ganz, ganz kleine Sachen. Allerdings wirklich nichts Interessantes. Das nächste große Update wird dann wahrscheinlich nächste Woche kommen. Und dort werden dann auch wird es wahrscheinlich auch das letzte Update tatsächlich in dieser Season sein. Danach sind es ja nur noch 2 Wochen und dort werden wahrscheinlich auch nur kleine Hotfix-Updates kommen. Und dann kommt ja auch schon Season 13. Also denke ich mal, dass nächste Woche auf jeden Fall ein richtig großes Update wird, da dort dann ja auch die ganzen Live-Event-Files reinkommen müssen. Bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt drauf. Wenn ihr natürlich solche Videos hier auf dem Kanal nicht verpassen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr dort nichts verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Follow da lassen. Und ich hatte gestern auch ein richtig nices Video hochgeladen. Hat euch richtig gut gefallen. Und ich glaube, es haben tatsächlich noch nicht ganz viele gesehen. Deshalb verlinke ich das mal oben in der Infokarte. Würde mich freuen, wenn ihr das auch nach diesem Video auscheckt. War auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit, das zu schneiden. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an. Und dort haben wir heute den Gewitterskin wieder. Dazu dann einmal natürlich auch noch die weibliche Version, den Blitzskin, dann die Sturmblitz-Spitzhacke, den Sturmauge-Gleiter und dann die Turbulent-Lackierung. Als nächstes haben wir dann den Kenji-Skin mit der Schnellschlag-Spitzhacke, dann den Clown als Spitzhacke und dem Falken-Gleiter. Und warum ist hier gar keine weibliche Version dabei? Normalerweise eigentlich immer, wenn hier der Kenji-Skin drin ist, ist auch die weibliche Version der Kunia-Skin drin. Heute aber anscheinend nicht. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes den Spielzeug-Trooper. Hier hat man 3 verschiedene Stile. In grün, in grau und in rot. War ja früher mal so, dass er tatsächlich dann ganz in rot war. Mittlerweile hat er ein paar Flecken, damit man sich mit der grünen Variante nicht mehr so leicht in Büsche und alles verkämpfen kann, weil man dann wirklich fast unsichtbar war. Das war schon echt krass, deshalb haben die da ein bisschen was verändert. Dann gibt es natürlich noch die männliche Version, hier ebenfalls die gleichen Stile. Und dann noch die Spielzeugsoldat-Lackierung für 400 V-Bucks. 3 verschiedene Stile im Prinzip, einmal grünes Plastik, rotes und graues Plastik. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dann haben wir als nächstes den Cloaked Shadow Skin, dann die beschlagene Hacke. Als nächstes haben wir dann den Elektro-Swing-Mode. Dann haben wir den Erzschlag-Profi, war glaube ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr im Shop. Dann haben wir noch den Showstopping-Mode, auch schon glaube ich lange nicht mehr im Shop. Und dann noch als letztes Klappe die 14. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.